einen Blutdruck habe oder so müde und so bin und so durchhänge. Und ja, also eine der Hauptursachen dafür ist dann eben, dass ich in den Phasen, in denen in mir innerlich gerade was vor sich geht und ja, es irgendwas gibt, zum Beispiel eine Angst oder irgendein ungutes Bauchgefühl, wie man ja sagt, also irgendeine Emotion oder irgendein Thema, das gerade hochgekommen ist, was mich beschäftigt, innerlich, und oft ist es unbewusst und das zieht mich aber runter. Also beziehungsweise quasi von der Stimmung her zieht es mich eher runter, aber das wirkt direkt auf den Kreislauf aus, das zieht den Blutdruck runter. Und das habe ich für mich gemerkt, das ist auf jeden Fall eine der wichtigen Ursachen, dass wenn mal wirklich ein paar Tage lang oder der Kreislauf ziemlich niedrig ist, dann ist es, weil es irgendwas in mir gibt, ein Thema oder ein Gefühl, das ich vielleicht gerade auch unterdrücke. Und deshalb merke ich jetzt, dass auch es eben sehr wichtig ist, dass ich quasi anhalte und stoppe und manchmal dann in mich schaue, was gerade in mir vorgeht. Vielleicht gibt es eine Stimme in mir, die gern was sagen möchte und aber nichts zu Gehör kommt und ja, vom inneren Kind zum Beispiel. Und wenn die sich unterdrückt fühlt, dann führt das auch zu Energieblockaden und dieses Unterdrücken trägt auch zu einem niedrigen Blutdruck und zu mehr Müdigkeit und quasi einem Stimmungstief bei. Also für mich ist es wichtig, dass ich sowohl auf der körperlichen, physiologischen Ebene, aber auch auf der seelischen Ebene schaue, dass ich quasi in einer guten Balance bin. Und für eine seelische Balance merke ich, ist auch sehr wichtig, dass manchmal, wenn man dann, das ist eben das Tückische, wenn man dann in so ein bisschen Stimmungstief ist und dann der Kreislauf auch niedrig ist und dann ist man auch noch mehr antriebslos und dann ist das wie so ein bisschen Negativkreislauf und dann merke ich auch, wie negativere Gedanken mehr kommen und es leichter haben, quasi sich Platz zu verschaffen und in meinem Geist sind. Und dann ist es, da kann man manchmal verhängen. Manchmal ist es nur ein paar Stunden, aber manchmal ein paar Tage oder so. Oder sogar Wochen. Und ich merke, wie wichtig das ist, dann manchmal zu sagen, okay, nee, stopp, ist jetzt genug von diesen negativen Gedanken, die immer wieder kreisen. Ich möchte es jetzt nicht, sondern ich lenke meine Aufmerksamkeit auf was anderes. Und ja, sehe einfach mehr die positiven Dinge oder ich lenke meine Aufmerksamkeit auf mehr die schönen Dinge, auf die Natur, auf die Blumen oder ja, irgendwie die Menschen, die um mich herum sind und die ich gerne mag. Und einfach, dass ich nicht so in dem negativen Gedankenkreisel drin verhangen bleibe, sondern einfach bewusst und manchmal brauche ich dann ein bisschen mehr einen kleinen Anschubser innerlich. Okay, nee, und jetzt, es gibt aber auch noch die und die Sachen, die sind eigentlich sehr schön und geht's mir gut und dafür bin ich dankbar. Und mit diesem eher mit diesem Lenken der Aufmerksamkeit merke ich, dass das mir deutlich hilft und manchmal ist es wichtig, einen kleinen Cut zu machen und sagen, okay, nee, ist jetzt genug. Die Gedanken kenne ich, die habe ich schon ein paar Mal jetzt durchgesponnen, es bringt nichts, sondern ich denke jetzt mal in eine gewisse andere Richtung. Und oder ich mache bewusst was, wo ich weiß, das macht mir Spaß. Ich höre Musik und oder treffe mich mit Freunden und mache irgendwas Schönes, was mir gut tut, quasi auch für die Seele. Und dann manchmal auf einmal hat sich die Stimmung geändert und ich fühle mich wieder besser und das wirkt dann direkt auch wieder auf den Körper.